Schaubilder von Exponentialfunktionen. Bei der Aufgabe 1 sollt ihr Schaubilder skizzieren. Ich habe mal die B was gemacht. Da haben wir den Funktionsterm f von x gleich 3 minus e hoch 2x. So, jetzt solltet ihr wissen, eine Exponentialfunktion hat in der Regel eine Asymptote. Die Asymptote, das ist sozusagen der Term ohne e. In dem Fall ist die Asymptote bei y gleich 3. Also hier ist die Asymptote bei y gleich minus 2. Direkt mal einzeichnen. Dann habt ihr schon mal die Gerade. Und dieser Gerade nähert sich die Kurve an. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie das genauer aussieht. Ich finde immer, diese Übersicht hilft immer ganz gut. Eine e hoch x-Funktion läuft vom Prinzip so. Eine e hoch minus x so. Eine Spiegelung an der y-Achse. Eine minus e hoch x läuft so, vom Typ her. Das ist übrigens genau dieser Typ, den wir hier haben. Also wir haben eine minus e hoch x Funktion. Und die Kombination minus e hoch minus x so. Und wenn ihr euch dann überlegt, ihr habt diese Asymptote und es ist dieser Typ von Kurve, dann ist die Skizze schon mal weitgehend gemacht. Man könnte sich ja, ihr könnt euch ja auch schnell Punkte ausrechnen. Rechnet doch mal den y-Achsenabschnitt aus. 0 einsetzen für x, 3 minus e hoch 0, also 3 minus 1 gibt 2. Und dann ist die Skizze schon mal ziemlich gut. Okay, also diese Übersicht würde ich mir auch so ein bisschen merken und dann funktioniert es. Eine Skizze heißt natürlich, dass es nicht jeder Punkt perfekt stimmen kann. Ihr könnt es natürlich auch am Taschenrechner dann kontrollieren, mit GeoGebra kontrollieren. Einfach, dass ihr sozusagen schnell von einem Funktionsterm auf die Kurve kommt. Okay, Aufgabe 2. Da geht es darum, ihr habt einen Funktionsterm gegeben und sollt die Asymptote angeben und das Näherungsverhalten, Schnittpunkt y-Achse. Also Asymptote hat man immer schnell rausgelöst, das ist der Term ohne e sozusagen. Im Detail habt ihr das im Unterricht gemacht, hier geht es jetzt einfach darum, dass ihr die Aufgaben könnt. Asymptote y gleich 1. Haben wir eine Annäherung für x gegen minus unendlich, also links im Koordinatensystem oder rechts im Koordinatensystem. Dazu, ihr überlegt euch, ich habe ja eine minus e hoch x Funktion. Minus e hoch x Funktion, das wäre von unserem Typ hier wieder das hier. Das heißt, die Annäherung findet links im Koordinatensystem statt. Ne? Also die Annäherung findet immer dann links im Koordinatensystem statt. Das seht ihr, wenn dieser Exponent hier positiv ist. Plus x, plus x. Und die Annäherung findet rechts im Koordinatensystem statt, wenn dieser Exponent hier negativ ist. Minus x, minus x. Also ist ganz einfach. Ich sehe hier, das ist eine e hoch plus x, dann findet die Annäherung für minus statt. Hier habe ich zum Beispiel eine minus x, da ist die Annäherung dann für x gegen plus unendlich. Okay, so, dann geklärt. Dann können wir noch den Schnittpunkt mit der y-Achse berechnen. F von 0 minus e hoch 0 plus 1. E hoch 0 ergibt 1, minus 1 plus 1 gibt 0. Oder hier nochmal ein Beispiel, asymptotisch der Term ohne e hoch x, das heißt der hintere Teil, das ist dann eine schiefe Asymptote. Wir haben eine e hoch plus x Funktion, damit x strebt minus unendlich, findet die Annäherung statt, links im Koordinatensystem. Und noch Schnittpunkt mit der y-Achse, f von 0, minus e hoch 0 plus 2 mal 0 plus 1, gibt also minus 1. Das hier gibt 0, plus 1 gibt 0. Schnittpunkt 0-0. Okay, Aufgabe 3, andersrum denken sozusagen. Also aber auch eine gute Übung, dass ihr das von beiden Richtungen verstanden habt. Also mir soll eine E-Funktion, den Term, eine Möglichkeit angeben. Das hier soll die Asymptote sein. Eine Annäherung für plus unendlich, also rechts im Koordinatensystem. Und der Schnittpunkt mit der y-Achse 0-0. Was schon mal klar ist, x minus 1 muss dann sozusagen unabhängig von diesem Summand mit e stehen, dann ist das gesichert. Die Annäherung x gegen plus unendlich, dann brauche ich hier oben ein Minus. Und dann könnte ich jetzt kontrollieren, ich schaue mal, ob das schon durch 0-0 geht, ansonsten kann ich ja zum Beispiel hier noch einen Streckfaktor einbauen, eine 2 oder eine 3, weil das ändert ja an dem bisherigen nichts. Okay, ich schaue, ich setze mal eine 0 ein, minus 0, also e hoch 0 plus 0 minus 1 gibt schon 0. Ich brauche hier gar nichts zu ändern. Passt schon, fertig. Wenn jetzt hier zum Beispiel stehen würde 0-2, dann müsste ich mir überlegen, okay, dann setze ich hier vorne noch eine 3 hin, weil 3 mal e hoch 0 gibt dann 3, minus 1 ergibt meine 2.
Bei Aufgabe 4 müsst ihr die Asymptote nochmal definieren. Aufgabe 5 ist nur eine Aufgabe, da kann ich auch nicht viel sagen. Aufgabe 6 sollt ihr die Koordinatenachsen skalieren. Ich mache mal die Hälfte von der ersten. Ihr seht schon, die Annäherung findet hier unten statt. Da müssen wir doch hier auf der Asymptotenhöhe minus 2 sein, also minus 2. Okay, dann müsst ihr doch die waagrechte Achse noch skalieren. Aufgabe 7, auch wieder ein Beispiel, soll der Kurve zuordnen, Funktionsterm. Habt ihr ja schon gemerkt, f von 0 ist ganz wichtig, dass man einfach den Schnittpunkt mit der y-Achse berechnet. Wenn ich das hier mache, minus 0,5 mal e hoch 0, also minus 0,5 plus 2 gibt 1,5. Dann habe ich diesen Schnittpunkt, das muss dann die b sein, die zu diesem Funktionsterm gehört. Und die letzte Aufgabe, müssen wir auch wieder, haben wir drei Schaubilder, aber fünf Funktionsterme, das heißt zwei gehen hier leer aus. Einfach jetzt zum Beispiel dieses Teil hier, ich brauche eine Exponentialfunktion, eine ansteigende, die sich der x-Achse annähert. Ja, das ist eine fallende Exponentialfunktion, die hat die falsche Asymptote, das ist eine Gerade, das passt auch nicht, muss es die sein, 1,5 hoch x passt zu diesem Schaubild. Okay, die anderen Aufgaben kriegt ihr auch hin.